Hallo, meine lieben Freunde. Lange ist es her, seitdem ich das letzte Mal mich hier gemeldet habe auf meinem schönen Kanal. Sowohl WoW als auch Gothic 3 pausieren ja momentan. Ich habe mich da nicht besonders groß zu eingelassen. Allerdings, alle Leute, die meinen Kanal einigermaßen aktiv verfolgen, wissen ja, dass ich gerade, ja, Studium ist es ja nicht mehr, aber beruflich recht angespannt bin und da tut sich jetzt in den nächsten paar Monaten sehr viel. Ich habe jetzt meine Abschlussprüfung im Januar kommenden Jahres, also es sind jetzt noch ja gute 2 Monate, die ich intensivst zum Lernen brauche und in der Zeit komme ich leider einfach nicht zum Aufnehmen. Jedenfalls gehe ich mal davon aus, in den letzten 2 Monaten kam ja auch nichts oder vielmehr im letzten Monat, ich glaube. Das passt eher. Ja, aber wir haben natürlich jetzt wieder Halloween vor der Tür und ich werde es mir natürlich nicht nehmen lassen, zu diesem Anlass unsere alljährliche Karasan-Tour zu absolvieren. Zu diesem wunderschönen Anlass. Auch wenn natürlich meine momentanen ja, Lebensumstände, kann man es so nennen, sehr stressig sind. Ja, und ich glaube, es gäbe wirklich schönere Momente, an denen ich Halloween wirklich so zelebrieren könnte. Weil Halloween, ich finde einfach den, ist ja kein Feiertag, aber ich finde einfach das Event an sich sehr schön. Ja, also ich mag es sehr, mich zu gruseln. Und deswegen mag ich auch generell, ich mag auch sehr gerne die Herbstjahreszeit und all das zusammen. Ja, sorgt bei mir immer so für so ein, ja, für so ein schönes Gefühl, so ein Gefühl der Geborgenheit. Passt vielleicht nicht ganz zu Horror, aber irgendwie ist es dann doch so der Fall. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall Karasan. Wie jedes Mal. Vielleicht kriegen wir heute ja das Mount. Natürlich nicht. Und ich hatte gerade das Gefühl, dass hier mein Deadly Boss Mods Trades gemacht hat. Ja, das wäre jetzt natürlich richtig doof. Keine Ahnung. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Hat mal eben kurz System, Sound. Das ist alles noch gleich. Ich muss halt auch ein bisschen mit den Einstellungen gucken. Dass das alles passt. Weil, wie gesagt, es ist jetzt knappe 2 Monate oder einen guten Monat her. Ich weiß es gerade nicht ganz genau und ich habe ja seitdem auch schon einen neuen PC jetzt hier, den ich auch noch nicht wirklich nutzen konnte. Der hat mir übrigens auch nur Probleme bereitet eigentlich wieder. Also erzähle ich vielleicht nachher noch was zu. Ja, der schöne Bankettsaal hier in Karasan mit Morose. Unangekündigte Besuch. Es muss ja vorbei. Ist irgendwie immer so schade, die alle mit einem Multishot zu erledigen. Ja, das meine ich nämlich, dieser Soundtrack da. Der ist doch von Deadly Boss Mods. Oder nicht? Das hier ist es. Das ist es, ziemlich sicher. Sound gespielt nach Sieg im Kampf. So, das müsste jetzt weg sein. Ich habe kein Ziel. Da stehe ich ja gar nicht drauf, auf diese Sound Alerts am Ende von so Bossfights mit irgendwelchen Add-ons. Ja,
überlege jetzt gerade, was ich alles erzählen soll. Es ist halt sehr viel. Theoretisch. Wie gesagt, das ist, was ich jetzt am Anfang schon angeteasert habe, momentan bei mir so, dass ich jetzt die nächsten zwei Wochen sind. Es sind keine 3 Monate mehr, sondern 2 Monate und ein bisschen. Und die muss ich einfach nutzen. Es sind um die 70 Tage, die ich noch habe. Und die sind ganz kampfentscheidend für mich, dass ich da wirklich nochmal reinhaue. Seht ihr, es weg? Also das ist ganz, ganz wichtig. Und da ist momentan mein Fokus drauf. Und YouTube leidet darunter. Auch wenn mich das persönlich auch sogar wirklich sehr stört, dass ich momentan nicht dazu komme. Es hängt einfach so viel Herzblut an diesem Kanal. Kann ich eigentlich nicht oft genug sagen. Weil er mich jetzt einfach schon über 10 Jahre begleitet. Auch wenn der Erfolg auf diesem Kanal natürlich... Ja, der ist auch wieder relativ, ne? Also ich habe für meine Verhältnisse Erfolg hier. Also mein Ziel ist es ja schon seit langem nicht mehr irgendwie hiermit mal Geld zu verdienen oder sonst was. Klar war das am Anfang immer mal wieder so ein Gedanke, gerade so Ende der 2000er, 2009. Da hatte ich mir schon mal überlegt, so, das war noch so während der Abi-Zeiten, dass es doch schon cool wäre, mit YouTube sein Geld zu verdienen. Aber dafür habe ich einfach auch zu unkonstant mich mit der ganzen Geschichte auseinandergesetzt. Es war einfach, ja, ich habe immer mal wieder, nicht pausiert, aber immer wieder einen Kanal gewechselt und gerade so eine stetige Kanalpflege ist halt ganz essentiell gewesen. Das ist mir im Nachhinein wirklich sehr bewusst geworden, um erfolgreich zu sein. Wenn man erfolgreich nach irgendwie, nach Abonnenten oder sonst was beurteilt. Aber das ist halt, wie gesagt, schon lange nicht mehr mein Ziel. Mein beruflicher Werdegang ist spätestens mit dem Abschluss des Studiums festgesetzt gewesen. Und das, ja, da ist, selbst wenn jetzt mein Kanal plötzlich noch durch die Decke gehen würde, wäre das keine Option mehr für mich, irgendwie zu schwenken. Also. Aber dennoch, für mich ist es halt, wie gesagt, eine andere Erfolgsinterpretation. Für mich ist Erfolg, dass ich hier einfach wahnsinnig viel Spaß habe. Und ich es einfach immer total schön finde, wenn ich so meine alten Folgen ansehe, meine alten Let's Plays oder so und mir dann überlege, was ich damals für ein Mensch war, meinetwegen auch, oder was mich damals irgendwie beschäftigt hat. Da ist er übrigens. Das, gibt mir sehr, sehr viel. Und natürlich auch die Kommunikation mit euch, auch wenn sie jetzt halt in den letzten Monaten ja so ein bisschen, ja, sie war weg, sagen wir es mal so, wie es ist. Ich kriege zwar regelmäßig Kommentare auf alte Videos von mir. Ich habe ja mittlerweile auch schon ein paar, gerade auch diese ganzen Nostalgie-Projekte, die alten Tivola-Games oder so, da sind doch verhältnismäßig oft Leute, die darunter kommentieren. Und da antworte ich eigentlich auch immer drauf. Ich antworte eigentlich fast auf fast alles, ja. Wenn es nicht irgendwie so ein Kommentar ist, der ohne Substanz ist, dann antworte ich da immer drauf. Es sei denn, es ist wieder der 100. Kommentar zu irgendeinem Tibula-Game, wie ich das Ganze zum Laufen gebracht habe. Das ist dann irgendwann nervig, weil, das kann sich theoretisch jeder irgendwie mit Google erarbeiten, wie das funktioniert. Und vor allen Dingen, was mich dann wirklich nervt, ist, wenn man mich fragt, ob ich irgendwie eine ISO von dem Spiel hochladen kann oder so. Hab ich mal ganz dezent zur Urheberrechtsverletzung anstiften wollen. Aber das ist eine andere Geschichte.
Ja, wie gesagt, die Zeit steht momentan ganz im Gedenken des Lernens. Und dann muss ich mal sehen, wie es nächstes Jahr weitergeht. Ne? Da muss ich einfach mal schauen. Gucken wir mal, welches Event wir hier bekommen. Das coolste Event in ganz WoW. Guten Abend, meine Damen und Herren. Und willkommen zu unserer heutigen Vorstellung. Heute Abend ist nichts, wie es scheint. Denn heute Abend dürfen Sie Ihren Augen nicht trauen. Nehmen Sie zum Beispiel diese ruhige ältere Dame, die auf den Besuch ihrer Enkeltochter wartet. Sicher muss man vor diesem süßen, grauhaarigen Mütterchen keine Angst haben. Aber lassen Sie sich nicht von mir hinters Licht führen. Sehen Sie selbst, was sich hinter den Schleiern verbirgt. Und nun möge die Vorstellung beginnen. Ja, das ist der große böse Wolf. Ich weiß gerade gar nicht. Kann ich nachgucken, ne? Die habe ich ja eigentlich gemacht, ne? Aber komischerweise wird mir das nicht angezeigt, die Bedienstetenunterkünfte. Ach, guck mal, der zeigt mir schon direkt an. Oder ist das der komplette Loot? Ne, das ist der komplette Loot hier. Differenzieren die nicht mehr zwischen dem Opernsaal? Also ist der Loot-Table jetzt hier für alle offen? Weil ich weiß zum Beispiel, Romulus Giftfiole gab es eigentlich nur bei Romeo und Julia. Also dem Event. Kein Plan. Ja, und wenn man jetzt hier verkleidet war, dann hat man sehr viel mehr Schaden erlitten. Man war quasi One-Hit, wenn man vom Wolf getroffen ist. Deswegen musste man eigentlich in diesem Fall dann immer vor dem Wolf weglaufen. Und der Boss wurde dann in der Zeit auch immer irgendwie geslowt, bis es halt vorbei war. Weil man jetzt halt auch keinen Damage machen kann, ne? Und natürlich bekomme ich das Stachelhalsband. Was absoluter Schund ist. Das hat überhaupt nichts Wertes. Überhaupt nichts. Ja, aber gut. Ich wollte ja noch ein bisschen was erzählen. Zu meinem ganzen beruflichen Krams gibt es jetzt, wie gesagt, nicht mehr viel zu erzählen. Ihr wisst eigentlich alles, was ich euch erzählen kann momentan. Viel Stress, viel Arbeit, mindestens noch 2 Monate. Und danach gibt es auch nochmal irgendwann eine mündliche Prüfung. Das ist aber dann erst im Mai. Vorausgesetzt, ich habe die schriftlichen Prüfungen bestanden. Und das ist eine Herausforderung. Aber ich habe in meinem Leben schon viele Prüfungen gehabt. Philosophisch, sondern tatsächlich, was sich dann auch Prüfung nennt. Abi, erstes Staatsexamen, mündliche Prüfung, mehrmals. Also es ist, Abitur kann man meinetwegen auch noch dazu zählen, obwohl Abitur wirklich, vielleicht nur noch ein kleiner Tropfen darstellt, was so den inneren Leidensdruck dann angeht. Ja, das wird schon alles irgendwie. Die nächsten Wochen sind halt einfach wirklich phänomenal entscheidend. Aber es gibt natürlich auch noch ein bisschen mehr. Unter anderem hatte ich ja das mit dem PC angeteasert. Wir werden jetzt eben noch mal kurz zu Schrecken der Nacht beschwören. Da habe ich ja irgendwann mal die Quest gemacht. Ich habe mir einen neuen PC gekauft. Das hatte ich auch noch angesprochen. Da war ich noch einigermaßen aktiv, als ich das gemacht habe. Den hatte ich mir bei eBay Kleinanzeigen gekauft. Das war so ein Aldi-PC.
So ein Medion Eraser. Weil anders bist du ja, kommst du ja momentan nicht an einen einigermaßen günstige Computer, weil die Grafikkartenpreise so unfassbar explodiert sind. Ich kann dieses Ziel nicht angreifen. Leider hat sich dann herausgestellt, dass das Motherboard defekt hat, ein Fail hat, keine Ahnung. Ganz, ganz große Geschichte. Da hat sich das in den Medion-Foren hat sich das überschlagen, ja, der Protest der Leute dort. Weil sich der PC immer andauernd aufgehängt hat. Also das lag definitiv am Motherboard. Da habe ich dann halt einfach auf die Garantie gepfiffen und habe mir ein neues Motherboard eingebaut. Das hat dann halt auch nochmal 140 Euro gekostet. Das hat mir aber auch nicht so weh getan, weil ich zum Beispiel bei dem alten Mainboard hatte ich kein Optical Soundout, sondern nur hier diesen normalen Klinkenstecker. Und ich habe halt ein Dolby Surround Soundsystem hier drin. Und das hat mich phänomenal genervt, dass ich da nicht diesen optischen Ausgang habe hinten beim Mainboard. Und das hatte dann das neue auch. Das neue Motherboard. Theoretisch hätte ich da auch noch mehr Platz für irgendwelche Rahmenriegel und weiß der Kuckuck was. Also mein PC kann ich dann doch noch einigermaßen so ein bisschen aufbessern. Ja, das war dann das erste Problem. Dann hat sich das zweite Problem herausgestellt. Der PC war echt laut. Ich dachte am Anfang, das wäre das Netzteil und habe mir dann blauäugig, ich glaube, das war auch das Netzteil. Es war mit das Netzteil, sagen wir es mal so. Hab mir dann auch ein neues Netzteil geholt. Das ist jetzt relativ leise. Das ist schon mal gut. Das hat mir dann auch nochmal 120 Euro gekostet. Also, oder 100 Euro, glaube ich. 90 Euro. Irgendwie sowas um den Dreh. Also Motherboard und neues Netzteil haben mich insgesamt dann nochmal 220 Euro gekostet. Zusätzlich zu diesen 1,6 oder was der PC damals auch immer gekostet hat. Ich habe es gerade nicht mehr auf dem Schirm. Und dann hat sich halt weiter herausgestellt, dass der PC immer noch laut ist. Vor allen Dingen, wenn die Grafikkarten auf Hochlast arbeitet. Und das hat sich dann für mich so herausgestellt, dass es wirklich die Grafikkarte ist. Ich habe eine GeForce GTX 3070 von Zotac. Und diese Grafikkarte, die hat nur zwei Lüfter. Es gibt ja auch welche, die haben drei Lüfter, aber die hat nur zwei Lüfter. Und die arbeiten mega schnell, mega laut. Dann habe ich mir hier eine Software geholt, kennen wahrscheinlich die meisten, von MSI. Afterburn heißt das, glaube ich. Damit kannst du dann irgendwie so deine Lüfter einstellen, ab welcher Temperatur der Grafikkarte die welche Geschwindigkeit annehmen. Ja, das habe ich jetzt gemacht und jetzt habe ich es einigermaßen im Griff, aber das hat auch einige Zeit gedauert und ich habe das Gefühl, meine Grafikkarte wird schon extrem, extrem heiß. Also, ich hatte mir letztens New World gekauft. New World habe ich mir gekauft. Und bei dem Spiel ist mein PC heiß gelaufen. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Also, das ist unglaublich gewesen. Richtig, richtig heiß. Guck mal, jetzt kriegen wir hier jedes verdammte Pad, was hier bei den Bossen droppen kann. Also ich denke, das war teilweise bis zu 90 Grad und 90 Grad ist halt einfach zu much. Und ich bin mir mittlerweile ziemlich sicher, dass es einfach auch am Airflow in meinem Gehäuse liegt. Das Gehäuse von Eraser ist Schrott. Da fehlen einfach hinten und vorne die Öffnungen. Ich habe da lediglich zwei Lüfter drin, aber dieses Gehäuse von Eraser bietet einfach nicht mehr Platz für mehr Lüfter. Das heißt, ich müsste mir dann theoretisch ein neues Gehäuse und neue Lüfter holen. Und das ist natürlich echt bescheiden. Also, da werde ich mir mal irgendwie mal gucken, ob ich das nächstes Jahr irgendwann mal angehe. Mittlerweile ist es wirklich so, also ich habe mir lange, lange Zeit nicht zugetraut, irgendwie so einen eigenen PC zusammenzubauen, aber mittlerweile habe ich wirklich alles einmal zusammengebaut. Ich habe ein Netzteil gewechselt, ich habe ein Mainboard gewechselt, eine Grafikkarte gewechselt, Rahmen gewechselt, Rahmen ist ja wohl noch das einfachste von allem. Ich habe eine TV-Karte eingebaut, ich habe
Lüfter angeschraubt. Also viel mehr fehlt mir dann ja nicht. Also ich habe auch einen Prozessor, habe ich auch schon gewechselt. Die Wärmeleitpaste auf der Grafikkarte ausgetauscht. Das habe ich übrigens auch gemacht. Das ist übrigens auch so eine Sache, da muss man eigentlich ziemlich aufpassen. Um nicht irgendwie einen Garantieverlust hinzunehmen, ne? Weil Grafikkarte soll man ja eigentlich nicht öffnen. Und da gibt es ja dann welche, die arbeiten dann irgendwie mit Klebstoff. Und dann kann man das halt rückwirkend sehen, ob die geöffnet wurden oder nicht. Das war jetzt bei meiner Zotac nicht der Fall. Und habe dann einfach einmal dort auch die Wärmeleitpaste getauscht, weil ich halt auch davon ausgegangen bin, eventuell wird die Grafikkarte so heiß, weil die Wärmeleitpaste irgendwie auf der Grafikkarte irgendwie schlecht ist. War sie aber nicht. Ja, ich habe die getauscht, das hat keinen Unterschied gemacht. Prozessor habe ich übrigens auch, aber beim Prozessor habe ich auch eine Wasserkühlung drauf. Also das, was ich noch nicht gemacht habe, ist einen Lüfter bei einer Grafikkarte auszutauschen gegen eine Wasserkühlung. Und da habe ich tatsächlich auch noch nicht so den Dreh raus, wie das funktionieren soll. Ich weiß zwar, dass das geht, weil ich habe mich auch natürlich damit beschäftigt. Als logische Konsequenz daraus, dass der Lüfter halt so laut ist bei der Grafikkarte, die ich momentan habe. Aber das war mir einfach noch zu heiß. Buchstäblich, ne? Das war mir zu heiß. Das wollte ich nicht machen. Vor allen Dingen bin ich mir auch gar nicht sicher, wie das genau funktionieren soll, dann, weil ich ja auch schon eine Wasserkühlung habe mit meinem Prozessor und ja, ich kann mir schon allein vorstellen, dass es vom Platz nicht reicht in diesem Gehäuse. Mal kurz gucken, dass er diese Zone, diese Void auf dem Boden macht, wo man sich dann nicht bewegen darf. Fällt einem natürlich schwer, wenn hier alles irgendwie voll AOE ist. Wo hat man sich denn versteckt bei Arcana Explosion? Ist es das hier? Nicht laufen? Nee. Ah, keine Ahnung. Also es gibt so einen Debuff, den man bekommt, da darf man nicht mehr weglaufen. Wenn man wegläuft, wird man irgendwie 10 Meilen in die Luft geschleudert. Naja. Ja. Dann habe ich natürlich, ich überlege gerade, was ich alles noch so erzählen kann. Ich habe natürlich auch Squid Game gesehen, die meistdiskutierte Serie momentan. Jedenfalls in dem Moment, wo ich jetzt dieses Video aufnehme, ist es schon ein bisschen älter jetzt. Also es war wohl eher so Anfang Oktober, dass das richtig durch die Decke ging. Ich habe es auch direkt am Anfang gesehen. Ich fand die Serie gut, ich fand sie aber auch nicht mega gut. Ja, also es gibt Serien, die sind deutlich besser. Auch wenn ich natürlich dieses Konzept interessant fand. Auch wenn diese Art mir jetzt nicht irgendwie komplett neu vorkommt. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es sowas schon mal in der Art gab. Ich bin doch hier falsch. Ich habe doch... Wo ist denn der Drache? Also eine gute Serie, die so ihre Höhepunkte in den ersten, also im zweiten und dritten Fünftel hatte, würde ich sagen. Zweites und drittes Fünftel, da war die Serie richtig gut. Und dann ist es ein bisschen schwach geworden. Also den Anfang der Serie fand ich schwach, weil es echt langsam losgegangen ist. Da kann man natürlich wieder viel sagen mit Spannungskurve, bla bla bla. Nee, es ist auch falsch. Wo muss ich denn hin? Wo ist denn der scheiß Messergroll?
Spannungskurve, bla bla bla. Das, ja, hat mich jetzt nicht so gefetzt am Anfang. Dann kamen so die Folgen 2, 3, 4, 5, waren richtig gut. Und dann das Ende fand ich dann wieder schwach. Fand ich nicht so gut. Weil es einfach offensichtlich war. Ich will jetzt nicht spoilern, wer weiß, wer dieses Video guckt und dann vielleicht gerade kurz vor der finalen Folge ist und nicht gespoilert werden möchte. Aber ich fand, wenn man die Serie aufmerksam gesehen hat, dann gab es vielerlei Anhaltspunkte dafür, wie sich das Ende dann am Ende wirklich tatsächlich herausgestellt hat. Also, ich weiß übrigens nicht, wo der scheiß Nezahgol ist. Haben sie den etwa weggepatcht oder was? Nein, haben sie nicht. Oder der kommt hier. Der ist hier. Der kommt hier nach. Ich weiß gar nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin, dass der davor war. Nezahgol ist hier oben. Eine der für mich besten Serien ist übrigens The Terror. Ich glaube, ich habe das schon mal irgendwann erzählt. Ich habe die jetzt letztens mal wieder rewatched. Es ist einfach eine so atmosphärische Serie. Ich finde die so gut. Da vielleicht, weil ich auch Jared Harris so gut finde. Der Kerl spielt auch bei Tschernobyl mit. Das ist wohl einer der Gründe, warum ich die Serie auch so gut finde. Aber es liegt auch einfach auf diese dichte Atmosphäre, die diese Serie irgendwie übermittelt. Die gibt's übrigens bei Amazon, also The Terror. Und ich meine auch nur die erste Staffel. Die zweite Staffel habe ich nie gesehen, weil das ist so ein Serientyp. Da sind die Staffeln nicht irgendwie zusammenhängend, sondern völlig unabhängig voneinander. Jede Staffel erzählt eine neue Geschichte. Und die erste Geschichte handelt halt von der Entdeckung der Nordwestpassage. War doch die Nordwestpassage, oder? Erzähle ich jetzt gerade Blödsinn. Ja, das ist es, genau. Nördlich des amerikanischen Kontinents, den Atlantischen Ozean mit dem Pazifischen Ozean verbindet. Das ist richtig. Und Inhalt der Serie ist halt, dass die mit zwei Schiffen, mit der Hermes Terror und der Erebus aufbrechen und dann im Packeis stecken bleiben. Und da lange, lange Zeit überwintern müssen. Vom Ring schlagen. Ja, kann ich eigentlich alles verticken, ne? Die Dinger sind noch einigermaßen was wert. Schade, dass man diese Eier nicht verkaufen kann. Die hätten auf jeden Fall auch einen gewissen Wert. Wie viel Kohle habe ich jetzt gemacht? 410 Gold. Ne, 227. Das war der Stundenlohn hochgerechnet. Nice. Ja. Das ist das Schach-Event. Das, was ich immer irgendwie gar nicht gerne gemacht habe. Kann ich euch helfen? Sie hätte erwarten. Seid gegrüßt. Seid vorsichtig. Klingt prima. Braucht ihr etwas? Dann seht sich. Kann ich euch helfen? Für die Allianz. Na sicher doch.
Es ist halt ein Spiel für mehrere Personen hier, für einen 10-Mann-Raid. Er steht jetzt leider halt auch völlig falsch, ne? Etwas. Auf dann, was kann ich für euch tun? Ich sollte möglichst schnell König Liane, Liane kontrollieren. Ah, der ist gleich tot. Weil mein Wasserelement hat die ganze Zeit Schaden auf den macht. Ich hätte es wissen müssen. Vorsichtig. Klingt prima. Eine kleine Änderung sollte annehmbar sein. Faszinierend. Na sicher doch. Ja, natürlich. Wir werden sehen. Hallo. Dich. Ich hoffe, dass das Wasser irgendwann, dass das Feuer irgendwann ausgeht, aber es müsste eigentlich so sein. König Liane kriegt ganz schön Schaden hier. Schönen guten Tag. Schönen Tag. Hallo? Sieht sich. Jetzt ist er wieder voll. Dass Liane jetzt gleich weitergeht. Faszinierend. Eine durchschaubare Strategie. Wir werden faszinierend. Es ist halt wirklich nicht besonders schwierig. Das war sogar gerade mein Final Hit. Ach, guck mal hier, das Ding. Das kenne ich auch noch, das ist ziemlich cool gewesen. Ja! Keine Angst vorm Schach-Event, kann ich immer nur sagen. Das ist relativ einfach. Ich glaube, das haben die auch mittlerweile genervt, schon seit längerer Zeit, weil früher war das echt schwierig. Mittlerweile ist es das überhaupt nicht mehr. Ihr seht's ja auch, ich gehe hier wirklich nicht besonders schnell durch, weil ich lasse mir richtig viel Zeit. Und wir sind jetzt 30 Minuten drin, ja. Die 3 Minuten am Anfang quatschen kann man halt auch wieder weglegen, die Zeit. Beziehungsweise abziehen. Hier wieder dieses schöne Schlafgemach. Für mich irgendwie immer dieses Prinzessin auf der Erbse-Bett. Hier war doch, hier genau, hier geht es nämlich noch weiter. Die Tür ist so unscheinbar. Ich weiß gar nicht, warum man sich so viel Mühe gegeben hat, hier alles wirklich so liebevoll zu gestalten und auszubauen, obwohl niemals irgendwie, vielleicht am Anfang mal, ein Raid hier reingegangen ist und geguckt hat, ob es hier irgendwas gibt. Aber de facto ist hier ja nichts mehr. Es kommt nur noch mal Khazar. Das war's. Und alles andere ist hier Deko. Das heißt, man ist hier rein, ist nach rechts, hat diese beiden Fleischbestien erledigt. Hier war noch eine große. Und dann ist man hier straight. Wenn man nicht so dumm war wie ich. Die Treppe hoch.
die ganze Zeit immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und oben ist dann noch eine große Fleischbestie, die gerne mal den Raid zum Wipen gebracht hat, weil die echt viel Schaden reingehämmert haben. Und das war dann der letzte Boss vor Prinz Malcazar. Oder Malcazar, ich habe ihn immer Malcazar genannt. Und der joggt hier die ganze Zeit rum. Kann mir mal jemand erklären, warum... Wo das hier irgendwie in Karazhan ist? Wieso sieht das hier aus, wie es hier aussieht? Da muss es doch auch irgendwie eine Story hintergeben, ne? Das muss ja irgendwie eine andere Zone sein. Irgendwie so eine Art Wurmloch, durch die wir hier durchgegangen sind. Das ist ja nicht der normale Himmel über Karazhan. Ich bin der Prinz der Eridar. Ich bin. Kann man hier runterjumpen? Ja. Gut. Liebe Leute. Dann war's das auch hier. An dieser Stelle. Das war ein Lebenszeichen von mir. Ihr wisst, was los ist. In dieses Jahr wird es höchstwahrscheinlich nur vereinzelt noch Videos geben, denke ich. Wenn überhaupt. Ansonsten hören wir uns nächstes Jahr wieder. In alter Frische. Mit neuer Motivation, neuem Content hoffentlich. Wobei wir dann natürlich auch erstmal Gothic weitermachen müssen. Ne? Das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig. Da freue ich mich auch drauf. Gothic vermisse ich wirklich sehr. Ich hätte auch echt wieder Lust, die Risen-Folgen zu sehen. Die Risen-Parts weiterzumachen, ja. Wir müssen ja jetzt mit Risen 2 weitermachen, theoretisch. Aber irgendwie möchte ich alle Gothic-Folgen irgendwie auf meinem Kanal haben, außer Gothic 4, das kann mir gestohlen bleiben, war Gothic 1, 2, 3 und dann die Risen-Folgen, die Risen-Parts, die möchte ich alle drauf haben. Und das wird ein bisschen dauern. Aber wie dem auch sei, liebe Leute, hier war es das an dieser Stelle. Ich wünsche euch alles Gute und wir hören uns dann beim nächsten Video wieder, was das dann auch entsprechend immer sein wird. Macht's gut, bis dahin, ciao.